Wie ist denn die Idee zu diesem Song, zu diesem Lied gekommen? Also an sich bin ich selber in der Situation schon mal gewesen und habe es selbst schon mal so erlebt. Ohne, also wenn man keine Perspektive sieht. Diese Jugend stürzt ab, wer hilft uns da raus? Krise trifft ein, oben juckt es keine Sau. Kein Job, doch der Wille ist da. Diese Leute wollen eine Zukunft, keine Stimme ist da. Keine Stimme. Wo ist diese Hilfe, die man braucht, wenn's nicht grad läuft? Keine Hand hilft hier einem auf. Augen sehen weg, wenn's drauf ankommt. Diese Jugend steht geradezu am Abgrund. Und dann habe ich das Video gesehen von der Sami. Es ist sehr perspektivenlos. Man weiß nicht, ob die Leute überhaupt jemals wieder antworten. Einfach sehr, sehr schwierig gerade. Sie ist die Schwester von einer Freundin von mir. Habe sie dann gefragt. Und wenn das eine Freundin ist, dann fühlt man das umso mehr irgendwie. Durch die Sammy bist du irgendwie in Kontakt gekommen auch, oder hast diese Kampagne entdeckt. Aber wie ist es dann passiert, dass ihr gesagt habt, hey, wir machen jetzt dieses Lied? Ich habe es einfach gefühlt und habe aus dem Bauch heraus entschieden, ich mache jetzt einen Song, Sammy, erzähl mir deine Story. Dann hatte sie noch eine Freundin, die hat mir auch ihre Story erzählt und das sind die Stories, die man dann auch im Song hört. Wieder ohne Job, zu Hause gibt's Streit, sie bewirbt sich nonstop, interessieren tut es kein. Wie soll es anders sein, wenn sich niemand um sie schert in dieser Zeit? We are the lost generation, lost generation. Du hast jetzt vorher auch gesagt, du warst selber auch schon mal in der Situation. Wie fühlt sich das so ein bisschen an? Kannst du davon auch aus deiner Situation vielleicht ein bisschen was erzählen? Damals war ich 16, auch in dem Alter sowas. Und da ist man halt umso mehr aufgeschmissener, weil man halt nicht ungefähr weiß, wie man das handelt. Ich war in einem Loch drinnen, wo ich nicht rausgekommen bin. Und man wird halt depressiv alles. Und ja, es geht halt schließlich um die Zukunft. Es geht quasi, die Jugendlichen sind die Erwachsenen von morgen, so. Also, wenn man da nichts tut, auf jeden Fall wird es auch nur schlimmer. Also von daher. Was hat dir dann geholfen, aus diesem Loch, wie du gesagt hast, wieder rauszukommen? Ganz ehrlich, es war mein Umkreis und teilweise auch ich selber. Und auch ein bisschen die Musik so, weil das ist halt, wenn man für etwas brennt oder so, dann geht man halt auch wieder, sieht man halt auch wieder, sag jetzt mal, eine Sonne. Ich habe dann aus dem Loch wieder einen Job gefunden. Der hat mich natürlich dann auch wieder motiviert weiterzumachen und hat mir auch wieder schöne Seiten gezeigt, aber in diesem Loch ist halt nichts passiert. Ich bin halt immer tiefer gewesen. Und was braucht es deiner Meinung nach von der Politik für junge Leute in der aktuellen Situation? Die Politik sollte einfach mehr Geld für Bildung reinstecken, mehr Geld dafür investieren, mehr Ausbildungsplätze schaffen für die Lehrlinge, für die Arbeitslosen, damit die halt auch mehr finden und einfach eine Perspektive zeigen in der Zukunft für die Leute. Wir sind the last generation.